Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video möchte ich euch einen Glitch zeigen, wie ihr es umgehen könnt, in eine Spielverderber-Lobby geworfen zu werden, wenn ihr den aktuellen Money-Glitch bzw. den aktuellen Gift-Cast-to-Friends-Glitch macht. Ich denke mal, ihr habt alle schon bemerkt, dass wenn ihr mit dem Glitch fertig seid und ihr wieder im freien Modus spawnt, dass ihr dann oben links eine Meldung bekommt, in der drinne steht, dass ihr gerade einen Job vorzeitig verlassen habt, und wenn ihr sowas öfters macht, werdet ihr in eine Lobby mit Spielverderbern geworfen. Und ich will euch heute eben halt in diesem Video zeigen, wie ihr das Ganze halt umgehen könnt. Gefunden wurde dieser Glitch von mir selber, World's Finest Gamer, zusammen mit Zeddy und mit Fraps, aber kommen wir nun einmal an dieser Stelle zum eigentlichen Glitch. Seid ihr nun im Rennen unter der Map und dort habt ihr den aktuellen Money Glitch bzw. den aktuellen Gift Cast to Friends Glitch erfolgreich gemacht, solltet ihr das Rennen jetzt nicht einfach so verlassen und auch das Rennen nicht einfach so zu Ende fahren, denn ihr solltet nun respawnen, so dass ihr wieder beim Start des Rennens unter der Map seid, und dann sagt ihr zu eurem Kumpel, dass er euch ganz einfach umbringen soll oder ihr macht ganz einfach Selbstmord. Habt ihr das nun gemacht, werdet ihr merken, dass ihr jetzt ganz einfach unter der Map mit dem Auto herunterfallt, und wenn das jetzt so ist, müsst ihr jetzt ganz einfach hingehen und noch einmal respawnen, und wenn ihr das gemacht habt, werdet ihr jetzt einen Black Screen bekommen, der nicht mehr weggeht. Nun müsst ihr in euer PSN gehen und dort geht ihr jetzt zu euren Aktivitäten und dort sucht ihr jetzt die Aktivität, dass ihr Dart gespielt habt. Diese habt ihr auf jeden Fall da drinne, da ihr ja alle bei diesem Glitch am Anfang dieses Glitches halt Dart gespielt habt. Habt ihr die Aktivität nun gefunden, klickt ihr dort einmal auf Minispiel starten und danach werdet ihr ganz einfach zurück nach GTA Online geworfen. Dort habt ihr jetzt nun eine Meldung, in der drinne steht, ob ihr das Rennen wirklich verlassen wollt, und dort drückt ihr ganz einfach auf Nein. Nun ist der Blackscreen weg, aber ihr seid richtig komisch gefroren und könnt die Kamera nicht mehr verändern und seht irgendwie einfach nur den Boden von oben. Und nun muss euer Freund an dieser Stelle ganz einfach hingehen und das Rennen ganz einfach zu Ende fahren. Und wenn euer Freund das Rennen zu Ende gefahren hat, geht er dann ganz einfach in eine neue Freundeslobby. Ist euer Freund nun in der neuen Freundeslobby angekommen, geht ihr jetzt in eure Party und joint eurem Freund über die Party ganz einfach nach. Und wenn ihr nun in der neuen Lobby spawnt, wird das Ganze richtig komisch aussehen und ihr spawnt dann im Jobkreis von Dart oben in der Wüste, dort wo auch Trevor wohnt, und ihr bekommt oben links nicht die Meldung, dass ihr nun ein Spielverderber seid, weil ihr den Job ja frühzeitig verlassen habt. Das Ganze funktioniert auf jeden Fall zu 100%, denn ich habe mir gestern wirklich mehr als 50 gemoddete Autos von meinen Kumpels geholt und es kam nicht einmal die Meldung, dass ich ein Spielverderber bin, und deshalb kann ich euch nur raten, macht das Ganze am besten genauso, wie ich es euch hier im Video gezeigt habe, und dann seid ihr wirklich zu 100% auf der sicheren Seite. Aber nun gut, Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall mal raus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Like da. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos, denn dann wirst du nie wieder einen krassen Glitch in GTA Online verpassen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.